Sehr geehrte Damen und Herren, ich hatte Ihnen heute im Plenum versprochen, dass wir ein Problem der Wellenausbreitung exemplarisch nochmal hier im Video durchsprechen wollen. Das ist jetzt eine Aufgabenstellung, die nicht explizit als Übungsaufgabe vorgegeben ist, sondern einfach ein weiteres Beispiel darstellt. Wir betrachten folgende Situation mit drei Medien, 1, 2 und 3, die alle einen unterschiedlichen Brechungsindex aufweisen sollen, N1, N2, N3. Und wir wählen folgende Anordnung. N1 ist kleiner N2 und N2 ist kleiner als N3. Und wir wollen den Fall betrachten, dass wir keine Verluste in diesen Medien haben. Das Medium 1 und das Medium 3 sind jeweils halb unendlich ausgedehnt, eben bis zu den entsprechenden Grenzflächen hier und hier. Und das Medium 2 dazwischen hat eine dicke D und soll im vorgegebenen Fall als Impedanzanpassungsschicht dienen. In der Art und Weise, dass wir eine Bedingung ableiten wollen, dass wenn eine ebene Welle hier von links einfällt, dass sich als Resultat keine Reflexion an diesen Grenzschichten herausbilden soll. Klar ist, dass normalerweise natürlich an den Grenzschichten Reflexion stattfindet, aber dadurch, dass wir jetzt mehrere Grenzschichten haben, kann man es so einrichten, dass zumindest bei einer Frequenz sich die Reflexionen so überlagern, dass es in der Summe keine Reflexion gibt. Und das ist natürlich ein Problem, das auch für die Anwendung sehr interessant ist. Können Sie sich vorstellen, in der Optik die Oberflächenversiegelung, um eben keine Reflexe zu haben bei einer bestimmten Frequenz. Oder auch in der Hochfrequenztechnik wird das angewendet, um eben ebenfalls keine Reflexionen zu haben. Dann nennt man das Impedanzanpassung. Was wir gleich schon sehen werden, ist, dass die Dicke eine große Rolle spielt. Wir werden die erstmal frei lassen, dann aber später konkreten Wert einsetzen, nämlich ein Viertel der Wellenlänge hier in diesem Medium. Das werden wir aber gleich im Laufe der Rechnung sehen. Und was wir dann konkret ausrechnen, wird sein, auf welchen Brechungsindex muss man denn diese Schicht N2 einstellen, damit eben keine Reflexionen eintreten. Bevor man anfängt zu rechnen, müssen wir natürlich die Geometrie ein bisschen festlegen. Wir wählen hier die Ausbreitungsrichtung der einfallenden Welle als die X-Richtung und nehmen an, dass das E-Feld der einfallenden Welle in Y-Richtung orientiert ist und auch, dass das die Zählrichtung für unsere Wellen, für unsere E-Felder ist. Y wählen wir nach oben und Z kommt dann eben aus der Achse heraus. Wenn wir jetzt uns anschauen, wie sieht die einfallende Welle aus, dann habe ich ja gesagt, wir setzen eine ebene Welle an. Das heißt, wir setzen an, dass die einfallende Welle gleich eine bekannte komplexe Feldstärke E0 ist und dann eben mal E hoch minus J K mal X und das Ganze orientiert in Y-Richtung, also bei uns nach oben. Die explizite Zeitabhängigkeit ist hier unterdrückt, das heißt, wir rechnen hier mit dem ruhenden Zeiger, ansonsten hätten Sie einen zusätzlichen Term E hoch J Omega T. Das kennen Sie ja. Das E0 nehmen wir als bekannt an und es ist natürlich klar, wenn wir hier an Reflexionen denken, dass natürlich mehr reflektiert wird, wenn ich auch mit mehr Feldstärke das Ganze anrege. Entscheidend ist hier letztendlich das Verhältnis der reflektierten Welle zur einfallenden Welle. Das würde man hier auch als die Reflexion bezeichnen. Für den K-Vektor gilt natürlich immer, das ist 2π durch Lambda in dem entsprechenden Medium, also für das Medium 1, K1 durch 2π Lambda 1. Und wenn man das auf die Frequenz umschreiben will oder hier auf die Kreisfrequenz, dann ist das Omega durch C mal den Brechungsindex. Wir wissen auch, dass wir das H-Feld aus dem E-Feld einfach ausrechnen können. Hier ist letztendlich nichts anderes angewandt als die Beziehung
dass Rotation E gleich minus dB nach dT ist und gleichzeitig B gleich μ mal H ist. Wenn man das einsetzt, kommen Sie auf diese Formel, die Sie natürlich auch im Handout finden. Und hier sei nochmal darauf hingewiesen, der Einheitsvektor, der hier steht, ist der Einheitsvektor, der zum k gehört. Das heißt, für hinlaufende Wellen ist das hier kx, für rücklaufende Wellen ist das aber dann minus kx. Das ist einer der Punkte, wo Sie tatsächlich immer darauf achten müssen, dass Sie hier das richtige Vorzeichen nehmen. Und k kann man natürlich auch hier wieder umschreiben auf n und Omega und c, wobei das Omega dann rausfällt und Sie bekommen dann hier eben einen anderen Vorfaktor. Gut. Wie geht man vor bei solchen Aufgaben? Wir wissen natürlich schon, dass wir das lösen können mit Maxwell-Gleichungen, hin- und rücklaufenden Wellen und den Randbedingungen, den Übergangsbedingungen, mit denen wir dann die unbekannten Koeffizienten ansetzen. Machen wir uns erst nochmal klar, welche hin- und rücklaufenden Wellen wir brauchen. Im Medium 1 haben wir eine einlaufende Welle, also auf jeden Fall natürlich eine bekannte inzidente Welle, das ist die einfallende Welle, die wir eben schon hingeschrieben haben. Im Allgemeinen wird es eine Reflexion geben, das heißt, es gibt in jedem Fall auch eine rücklaufende Welle und somit gibt es im Medium 1 eine hin- und eine rücklaufende Welle. Im Medium 2 genauso, hier wird es natürlich auch hin- und rücklaufende Wellen geben, das ist ja die allgemeine Lösung. Und im Medium 3, das ist ja wieder ein halb unendlich ausgedehntes Medium, da brauchen wir tatsächlich nur eine hinlaufende Welle zu betrachten, weil aus dem Unendlichen keine Reflexion mehr zurückkommt. Das heißt, wir können jetzt formal die Lösungen in den drei Feldbereichen schon hinschreiben. Im Medium 1 eben die hinlaufende Welle, was die bekannte inzidente Welle ist, und eine noch unbekannte rücklaufende Welle. Über die Beziehung zwischen E und H bekommen wir damit auch das H-Feld. Dabei müssen wir immer beachten, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Sie bei der rücklaufenden Welle dann eben das jeweils andere Vorzeichen wählen. Das heißt, aus dem Plus wird dann hier das Minus und das liegt daran, dass eben der k-Vektor für die rücklaufende Welle in eine andere Richtung zeigt. Hier bitte drauf aufpassen. Im Feldbereich 2 gibt es dann natürlich auch die hinlaufende Welle und die rücklaufende Welle und entsprechend für h auch die hinlaufende Welle und die rücklaufende Welle. Das ist einfach nur hingeschrieben. Und wie gesagt, im Feldbereich 3 eine hinlaufende Welle für E, eine hinlaufende Welle für H, aber eben keine rücklaufenden Wellen. Wenn wir durchzählen, wie viele Unbekannte wir haben, dann sehen wir natürlich leicht, das sind die Faktoren A1 bis A4. Das sind also vier unbekannte Koeffizienten, die wir noch zu bestimmen haben. Und dafür brauchen wir auch vier Randbedingungen. Und das ist einfach, weil wir haben zwei Randbedingungen für das E-Feld. Nämlich wir wissen, dass E tangential an jedem Übergang stetig ist. Das ist immer so. Und jetzt haben wir eben zwei Übergänge. Das heißt, wir haben einmal E tangential stetig an dem ersten Übergang, einmal E tangential stetig an dem zweiten Übergang. Das sind zwei Randbedingungen. Darüber hinaus ist natürlich H tangential nicht immer stetig, sondern nur, wenn wir keine Oberflächenstromdichte haben. Da können wir hier jetzt von ausgehen, dass wir keine Oberflächenstromdichte haben. Das heißt, auch H-Tangential ist stetig. Das auch wieder an zwei Übergängen, sodass wir hier nochmal zwei Übergänge haben. Und das heißt, wir haben insgesamt vier Randbedingungen zu vier Unbekannten. Und damit sind wir fertig. Wenn wir jetzt die Randbedingungen konkret anwenden, dann ist es auf jeden Fall ratsam, dass wir, oder dann müssen wir ja irgendwo mal festlegen, wo ist denn unser x gleich 0. Gehen wir nochmal zurück auf die Zeichnung. Und das können Sie prinzipiell natürlich vollkommen beliebig machen.
Mein Vorschlag ist aber, dass Sie bei der hintersten Grenzfläche, also bei der letzten Grenzfläche, tatsächlich Ihren Nullpunkt hinsetzen. Warum? Naja, wie rechnen Sie denn aus? Sie wollen letztendlich das A1 berechnen. Das A1 ist der unbekannte Koeffizient im Bereich 1. Am einfachsten bekommen Sie das ausgerechnet, wenn Sie von hinten nach vorne durchgehen. Das heißt, von hinten kommend die Unbekannten nacheinander rausschmeißen. Wenn Sie jetzt x gleich 0 tatsächlich auch im Bereich der hinteren Grenzfläche hinschreiben, werden Sie sehen, dass Sie im ersten Schritt auf eine relativ einfache Formel für die Beziehung zwischen den unbekannten Koeffizienten kommen. Und das ist günstig, dass Sie diese erste einfache Beziehung als erstes haben, um nicht zu komplizierte Formeln zu lange mitzuschreiben. Denn alles, was jetzt kommt, ist nicht wirklich schwierig, sondern ist einfach nur ein bisschen Schreibarbeit. Und um das sich möglichst einfach zu machen, ist es günstig, den Nullpunkt tatsächlich hier hinten hinzusetzen. Gut, das heißt, wir betrachten jetzt die Übergänge. Betrachten zunächst mal den Übergang von 2 nach 3, also die Stelle x gleich 0. Das E-Feld ist hier tangential, die Tangentialkomponente muss stetig sein, also heißt das, das E-Feld im Bereich 2 bei x gleich 0 muss das gleiche sein wie das E-Feld im Bereich 3 bei x gleich 0. Und für das H-Feld haben wir die gleiche Bedingung, also auch H2 bei x gleich 0 gleich H3 bei x gleich 0. H2 und H3, die H-Felder, sind ja auch reine tangentiale Felder. Ja, und wenn wir das ausrechnen, dann stellen wir leicht fest, E2, wir gucken mal, ob wir das gemeinsam auf eine Formel drauf, auf eine Seite drauf bekommen. Ja, das passt noch so gerade. E2 steht ja hier oben. Und wenn Sie hier x gleich 0 einsetzen, dann wird die E-Funktion hier und auch die E-Funktion hier einfach zu 1 jeweils. Das heißt, E2 bei x gleich 0 ist einfach A2 plus A3. Und das gleiche ist bei A3 bei x gleich 0. Da fällt diese E-Funktion auch weg. Und damit haben Sie einfach die Beziehung, dass A2 plus A3 gleich A4 ist. Das wäre jetzt schon unsere erste Bedingung. Für das H-Feld genauso, nur dass da eben noch Vorfaktoren davor stehen. Schauen wir mal, ob wir das auch mit drauf bekommen. Ja, hier. Da haben wir hier eben auf der Seite 2 noch ein Vorfaktor N2 durch μ 0c und auf der Seite 3 H3 durch μ 0c. μ 0c ist bekannt, das kürzen wir raus aus der Gleichung, sodass dann eben nur steht, N2 mal A2 minus A3 gleich A3 mal A4. Hier sehen Sie auch, dass das Minuszeichen ganz elementar ist, weil Sie ansonsten ja jetzt sehr schnell auf der trivialen Lösung wären, wenn nämlich einmal A2 plus A3 A4 ist und einmal, wenn Sie hier das Plus hingeschrieben hätten, würden Sie hier jetzt spätestens stutzig werden, weil jetzt plötzlich auch N2 mal A2 plus A3 gleich N3 mal A4 ist. Und das könnte ja nur sein, wenn N2 gleich N3 ist, was aber natürlich nicht viel Sinn ergibt, wenn wir drei Schichten haben wollen. Also spätestens hier würden Sie Ihren Fehler merken und sich dann vielleicht daran erinnern, dass ich Ihnen gesagt habe, achten Sie hier auf die richtige Wahl, das richtige Einsetzen des Vorzeichens bei der rücklaufenden Welle. Ja, das können wir natürlich auch in dieser Form schreiben hier. Wenn wir diese beiden Beziehungen jetzt ineinander einsetzen, wir haben zwei Gleichungen für A4, dann können wir A4 selbstverständlich eliminieren, was schon sehr schön ist, und bekommen eine Beziehung zwischen A2 und A3. Das ist ja schon wunderbar. Eine Unbekannte ist schon rausgeschmissen. Und so geht es jetzt, genau so geht es weiter am Übergang 1 und 2. Da würden wir uns auch wieder für fürs E-Feld und für das H-Feld die entsprechenden Größen hinschreiben. Nur, dass die Terme jetzt ein bisschen komplizierter sind, weil ich nicht x gleich 0 habe, sondern x gleich minus d und damit die E-Funktion nicht zu 1 wird, sondern stehen bleibt.
Es wird dadurch ja ein bisschen komplizierter. Ich suche mal ein bisschen raus, dass wir ein bisschen mehr auf der Folie haben. Und ich will jetzt nicht jeden Schritt durchgehen. Sie finden das entsprechende bei Block 19 in Rupal, auch als PDF-Datei, können das da langsam nachvollziehen. Es ist einfach eine letztendlich einfache Rechnung, wo Sie das Gleiche machen, was Sie eben an der anderen Grenzfläche gemacht haben. Nur dass die Rechnung jetzt aufwendiger ist, weil die E-Funktionen nicht wegfallen. Aber letztendlich bekommen Sie auch wieder Ausdrücke, die geeignet sind, jetzt eben die nächste Konstante rauszuschmeißen, weil Sie wieder zwei Gleichungen für weitere Unbekannte haben. Und an der Stelle hier ist es jetzt tatsächlich sinnvoll, nicht mehr mit dem allgemeinen D weiterzurechnen, sondern an der Stelle ist es gut, wenn wir die Aufgabe so eingrenzen, dass wir sagen, wir betrachten jetzt nur D gleich Lambda Viertel, und zwar genauer gesagt D gleich Lambda 2 Viertel. Das ist die Einschränkung, die hier steht. Lambda 2 können wir natürlich wieder durch Omega C und N ausdrücken. Das ist dieser Ausdruck. D für den Fall, dass das Lambda Viertel ist, hätte dann eben entsprechend diesen Wert. Und wenn ich diesen Wert jetzt hier oben für D einsetze, dann vereinfacht sich das, weil hier nämlich dann ein kompakter Ausdruck steht, nämlich e hoch j Pi halbe. E hoch j Pi halbe lassen wir jetzt mal so stehen, könnte man natürlich auch direkt zu j ersetzen, aber wir können es einfach auch mal so stehen lassen. Ne? Also dadurch wird das einfacher. Und das Zweite, wir haben hier noch eine zweite E-Funktion drin stehen. Also wir haben diesen Term ausgeklammert. Ein zweiter Term bleibt drin stehen. Und hier ist es sogar, dass das e hoch j Pi ergibt. Und e hoch j Pi ist minus 1. Das ist genau das, was uns dann hier aus den Klammerausdrücken hier und hier die E-Funktion verschwinden lässt und einfach diese Vorzeichen dreht. Aus dem Plus wird ein Minus und aus dem Minus wird ein Plus. Dadurch vereinfacht sich das. Ansonsten müssten wir jetzt die E-Funktionen weiter mitschleppen und so ist es wesentlich einfacher. Ja, und jetzt hat man zwei Gleichungen. Wenn man sich das anschaut, bietet es sich zum Beispiel an, jetzt einfach den Koeffizienten dieser beiden Gleichungen zu bilden. Wir bilden also Sternchen durch zwei Sternchen, kommen dann auf diesen Ausdruck. Da taucht dann tatsächlich eben nur noch das als bekannt angenommene E0 und das A1 auf, sodass wir dann eben einfach nach A1 auflösen können. Das ergibt letztendlich diesen Term, der hier steht. Hier steht nochmal D, da könnten Sie jetzt auch D einsetzen, bringt Ihnen aber keine wesentliche Vereinfachung, weil hier bei dieser Exponentialfunktion das N1 noch steht und in dem D stünde ja hier oben nur das N2 drin. Das heißt, jetzt ohne von vornherein zu wissen, wie N1 und N2 ist, bringt es Ihnen bei dem Term, der jetzt einfach nur eine Phasenverschiebung ist, bringt Ihnen das nichts, das D einzusetzen. Der interessante Term ist der Term, der hier hinten entstanden ist. Hier sehen wir jetzt natürlich sofort, dass diese Reflexion verschwindet, also A1 wird 0. Naja, trivial natürlich, entweder wenn Sie überhaupt keine einfallende Welle haben, also wenn E0 gleich 0 ist, das ist aber nicht interessant. Die komplexe E-Funktion hier, die wird nicht 0 werden, aber der Klammerausdruck kann 0 werden und das natürlich gerade für N2 gleich Wurzel N1 und N3, wenn das also das geometrische Mittel von N1 und N3 ist und die Schichtdicke ist Lambda Viertel, dann verschwindet die Reflexion tatsächlich
analytisch exakt bei dieser einen Frequenz. Das ist ein interessantes Resultat und das ist auch ein Resultat, das Sie dann eben in der Hochfrequenztechnik weiterfinden beim Lambda-Viertel-Transformator, wo Sie eine Impedanzanpassung machen. Auch da finden Sie dann eben, dass das Z im Übergang das geometrische Mittel vom Z vorher und Z dahinter ist. Ist also ein allgemeingültiges Resultat und ist letztendlich auch allgemeingültig für jede TEM. Wellenausbreitung, für jede eindimensionale TEM-Wellenausbreitung und somit ein schönes, allgemeingültiges Resultat. Und außerdem, und das ist das Entscheidende, haben wir hier tatsächlich eben nochmal gesehen, an einem weiteren Beispiel, wie man eben solche Probleme, solche geschichteten Probleme mit Übergängen, mit mehreren Übergängen praktisch ausrechnet. Wenn Sie das mit 3 Schichten können, dann können Sie das natürlich auch mit 5 und 10 Schichten. Aber es ist klar, dass das natürlich immer mehr Schreibarbeit wird. Deshalb wird man das dann in der Praxis, wenn es viele Schichten sind. Viele Schichten macht man zum Beispiel, um eine breitbandigere Impedanzanpassung zu bekommen. Das macht man dann mit Rechnerunterstützung. Irgendjemand muss dem Rechner ja auch sagen, wie es geht. Und hier sehen Sie mit unseren einfachen Methoden, wie das tatsächlich relativ einfach geht. Gut, das soll dazu reichen. Besten Dank, auf Wiedersehen.